Hallo und herzlich willkommen zu der Mai-Ausgabe von engelszunge.info. An dieser Stelle möchten wir recht herzlich Nicole Graf gratulieren, die das Gewinnspiel aus der letzten Ausgabe gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! In dieser Woche wollen wir uns ein bisschen mit den Ereignissen der kommenden Wochen beschäftigen. Was steht also an? In der Woche vom 27.06. bis einschließlich dem 1.07. habt ihr die Möglichkeit, euer Studierendenparlament zu wählen. Wir haben für euch den Wahlausschuss besucht und ihn ein wenig bei seiner Arbeit über die Schulter geschaut. Die Stupawahl zum Semesterende wirft bereits jetzt schon ihre Schatten voraus. Für den frisch gewählten Wahlausschuss beginnt schon jetzt die stressige Phase, damit bei der Wahl vom 27. Juni bis zum 1. Juli alles glatt über die Bühne geht. Alle Studierenden sind dann wieder aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und ein neues Studierendenparlament zu wählen. Dieses bestimmt dann, wer die Studierenden der Bergischen Universität in den kommenden zwei Semestern vertreten wird, denn das Studierendenparlament wählt den neuen Aster. Was man machen muss, um seine Stimme abzugeben, erklärt der Vorsitzende des Wahlausschusses, Marc Schwalm. Hier oben am Campus, natürlich dann noch am Freudenberg und unten am Haspel werden Wahluhren stehen, die ausgezeichnet sind mit dem Fachbereich. Und die Studierenden gehen einfach mit ihrem Studentenausweis dorthin und möchten gerne wählen. Sie werden dann von der Wählerliste gestrichen, können wählen und gehen dann wieder. Das war's. Wer nicht nur seine Stimme abgeben, sondern auch als Kandidat an der Wahl teilnehmen möchte, sollte sich den 30. Mai in den Kalender eintragen. Dann ist nämlich der Stichtag für die Abgabe der Wahlvorschläge. Zur Wahl antreten kann jeder eingeschriebene Studierende an der Bergischen Universität. Die Wahl findet als Listenwahl statt. Was die ersten Schritte zur Gründung einer Wahlliste sind und was beachtet werden muss, erklärt der Wahlausschussvorsitzende. Es gibt auf der Aster-Homepage entweder ein Dokument zum Runterladen für diese Wahllisten oder sie liegen hier im Aster aus. Dort kann man sich die auch abholen. Das ist eigentlich recht einfach. Die eingeschriebenen Studierenden können sich auf diese Wahlliste setzen, wenn sie kandidieren wollen, und brauchen dann darüber hinaus 13 Unterstützer. Sollte aber eine Partei zum Beispiel 14 Mitglieder umfassen, dann brauchen sie keine weiteren Unterstützer. Es ist aber notwendig, dass es eben 14 Studierende sind, die das Projekt, die Partei unterstützen, sonst gilt es als ungültig. Außerdem kann man auch nicht unterstützen und gleichzeitig sich zur Wahl aufstellen lassen. Das heißt, das Unterstützen mehrerer Listen ist nicht legitim und das wird dann auch gestrichen und die sind komplett raus. Das gilt es zu beachten. Weitere Infos zur Stupawahl und Tipps für eine erfolgreiche Kandidatur sind auch auf der Aster-Webseite zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt per E-Mail an den Wahlausschuss wenden. Und für den Fall, dass das jetzt vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal war, habt ihr die Möglichkeit, alle Informationen auf unserer Homepage nachzulesen. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mit Blickfeld hat dieser Campus eine weitere Zeitung dazu gewonnen. Von Studenten für Studenten. Wir waren für euch bei einer Redaktionssitzung und haben mit den Machern über die Entstehungsgeschichte dieser Zeitung geredet. Seit einigen Wochen gibt es die neue Studierendenzeitung Blickfeld an der Bergischen Universität. Wir waren auf einer Redaktionskonferenz des Zeitungsteams in der Unikneipe zu Gast. Dabei erklärten uns die Macher der Zeitung, was das Blickfeld überhaupt ist. Das Blickfeld, das ist die neue Campuszeitung an der Bergischen Universität Wuppertal, die wir jetzt mit einem kleinen Team, was hoffentlich demnächst wesentlich größer wird, hier an den Mann bringen, wo wir Themen an der Bergischen Universität Wuppertal behandeln, aber auch in der Stadt Wuppertal, um auch gerade diese Diskrepanz zwischen Studierenden und den Bürgerinnen und Bürgern Wuppertals aufzuheben. Die Campuszeitung Blickfeld ist eigentlich aus dem Gedanken entstanden, dass wir festgestellt haben, dass wenige Leute, die in Wuppertal an der Uni studieren, wirklich Wuppertal mögen oder viel Zeit hier verbringen oder überhaupt wissen, was hier los ist, was man hier machen kann. Und unser erster Gedanke war halt, erstmal die Studierendenschaft zu informieren und denen zu zeigen, dass das Wuppertal doch recht cool ist und dass man hier auch gut feiern kann, dass man hier kulturell Sachen machen kann, dass man, ja, dass es einfach eine interessante Stadt ist. Und vielleicht schaffen wir es damit, wenn die Zeitung kontinuierlich rauskommt, auch Wuppertal mehr zu einer Studentenstadt zu machen, weil Wuppertal eigentlich eher eine Pendlerstadt ist. Also die Leute kommen hier hin, studieren, fahren wieder nach Hause, aber machen sonst nichts hier. Und das finde ich echt schade. Und deswegen haben wir das halt angefangen. Doch bis dahin war es ein langer Weg, wie die Redaktionsmitglieder berichten können. In der Planungsphase ist es, glaube ich, schon ein Jahr oder so oder länger. Und jetzt sind wir seit einigen Monaten dabei, 3, 4, glaube ich.
Martin hat das halt jetzt seit einiger Zeit schon geplant gehabt und hat mich dann darauf angesprochen. Und ja, ich habe halt Interesse gehabt und nach einiger Überredung hat er mich dann dazu gebracht, auch wirklich was zu schreiben, mitzuarbeiten und mitzumachen. Eigentlich war das die Idee von Martin. Er kam damit irgendwann an und er und ich, wir waren eigentlich die Ersten, die mal gesagt haben, das ist eine coole Idee und haben dann gesagt, wir machen das. Seitdem gibt es das Blickfeld in zwei Versionen, wie uns Martin Wosnitzer erklärt. Es gibt einerseits eine Online-Version, da werden unter anderem auch die Artikel der Print-Version veröffentlicht. Wir sind aber auch stets bemüht, regelmäßig, zurzeit versuchen wir den Rhythmus wöchentlich aufrechtzuerhalten, weitere interessante Inhalte zu publizieren. Und ja, wir sind von unserer internen Organisation recht offen gestaltet. Wer hier mitmachen kann und will, ist ja auch hier herzlich willkommen. Jeder hat den gleichen Einfluss auf die Zeitung, also wir sind keine Gruppe von einem Vorsitzenden und vielen Redakteuren, sondern eine Gruppe von Gleichgesinnten und Gleichgestellten. Eine Printausgabe einer Zeitung ist eine kostspielige Sache. Daher schaffen es die Studierenden nicht alleine, die Zeitung zu finanzieren. Wir finanzieren uns ausschließlich über Sponsoring. Unternehmen in Wuppertal, die wir anschreiben, die dann als Gegenleistung in Anführungsstrichen eine kleine Anzeige bekommen, finanzieren dann kostendeckend die jeweiligen Auflagen. Und wir sind da bislang auf positive Resonanz gestoßen, sodass wir fast schon sagen können, dass dieses Jahr sponsortechnisch abgehandelt ist. Was muss man nun also tun, wenn man Lust bekommen hat, bei Blickfeld mitzuarbeiten? Im Grunde muss man nur uns eine E-Mail schreiben, beispielsweise an jetzt mich, das wäre mw@blickfeld-wuppertal.de. Es gibt aber auch auf der Homepage www.blickfeld-wuppertal.de ein entsprechendes Kontaktformular, wo man uns auch ja, in dem Kontext kontaktieren kann. Ansonsten auch natürlich die mündliche Ansprache auf dem Campus. Die Mitarbeit ist also einfach. Fehlt jetzt nur noch eine zündende Idee und dann steht der Zeitungskarriere an der Universität nichts mehr im Wege. Und auch hier gilt, alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von engelszunge.info. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, euch bei der Stupa-Wahl zu sehen. Bis zum nächsten Mal.